Oh Mann, jetzt aber schnell. Komm in die Lagune, denn da ist es heißer. Oh Mann, und damit herzlich willkommen in der Lagune. Ich hatte hier ein bisschen Startschwierigkeiten und ihr seht, ich probiere meine Webcam aus. Ich habe sonst immer eine andere Kamera gehabt, muss aber jetzt hier mal so ein bisschen mich technisch auch weiterentwickeln und das Ganze auch ein bisschen ökonomischer machen. Und ja, ich habe jetzt erstmal so einen Color-Tint-Effekt da drauf, einen anderen habe ich jetzt gerade einfach nicht gefunden. Und ich kann euch schon mal was Schönes verkünden. Ab morgen habe ich direkt wieder den nächsten Gast hier in der Lagune. Und ich möchte mich gerne ein bisschen darauf vorbereiten, indem ich vor allem Eisen sammle. Schließlich braucht derjenige auch eine Rüstung und Werkzeug und so. Und ich weiß auch gar nicht, wie lange meine Spitzhacke hier noch hält. Von daher ist, glaube ich, mal ganz cool, sich hier gut auszustatten. Kohle ist auch immer gut für Fackeln. Wir wollen ja auch was sehen können. Meine Güte, das ist hier viel. Es kann übrigens sein, kann sehr gut sein, dass mein Bild gerade nicht lippensynchron ist. Das hat damit zu tun, dass ich noch so ein, weil ich jetzt die neue Kamera habe, dass sich das Bild jetzt wahrscheinlich mit einem anderen Delay überträgt. Ich nehme mal an, der Sound jetzt hinterherhinkt. Hinter dem Bild. Das werde ich dann alles herausfinden. Wie ich ja schon mehrmals gesagt habe, ich finde es immer ganz schön, hier in der Lagune ein paar Dinge auszuprobieren und ihr könnt mir glauben, das Bild wird jetzt auch nicht so nervig bleiben. Ihr könnt mir aber trotzdem mal sagen, wie ihr das findet. Vielleicht gefällt es euch ja sogar. Wenn ich so zum Hulk mutiere und dann wieder nicht. So, witzig ist, dass ich anscheinend genug... Ne, ich habe gar kein Eisenerz. So, da müssen wir leider diesen Rosenstrauch mal wegschmeißen. Und dann habe ich das Eisenerz auch sofort aufgesammelt. Das ist schon mal gut. So, ein Eisen ist immer noch ein bisschen wenig. Da müssen wir jetzt leider mal weiterschauen. Aha, Vorsicht, Lava. Interessantes Geräusch. War irgendwie so ein Warnton. Ich glaube, ohne das Geräusch wäre ich da auch sofort reingelaufen. Stimmt, das ist ja hier auch alles getrocknete Lava. Da haben wir überall Wasser drüber gekippt, ich erinnere mich. Hat echt Spaß gemacht übrigens mit Chuck zusammen das zu machen. Hallo Skelett. Ja, Guntra hat mich ja netterweise mal darauf hingewiesen, dass ich im Modus einfach spiele. Boah, ist der... Kann der klettern da oben? Das schaffe ich leider nicht so schnell. Wo ist er? Meine Güte, ist der schnell. Da ist er. Gut, dass ich da jetzt nicht noch weiter runtergefallen bin. Das hätte dann noch durchaus etwas schmerzhafter enden können. Oh, ein Spawnpunkt. Schön. Oh, hier ist einiges los. Ich euch. So, schnell Fackeln hier drumherum aufbauen. Wow, ganz viele Bögen. So viel kann ich leider gar nicht aufnehmen. Aber diesen Spawnpunkt, meine ich, habe ich noch gar nicht gesehen. Von daher, gutes Fundstück für mich. Hier können wir eigentlich auch ruhig mal so ein bisschen fakulieren. Da sehen wir nämlich schon meinen nächsten Freund. Und da sehen wir auch wieder ein bisschen Eisenerz. Nicht, dass das jetzt reichen würde, aber definitiv schon mal ganz gut. So, dann schauen wir weiter. Da unten geht es weiter mit dem Eisenerz. Wunderbar. Meine Rüstung hält sich erstaunlich wacker, muss ich sagen. Fand ich ja übrigens sehr taktvoll, dass Better Media das allererste, was er macht, ist mir erstmal eine Rüstung basteln. Wahrscheinlich, weil er dann doch so ein bisschen um meine Sicherheit besorgt war. Wollen wir mal runterspringen? Drei Blöcke oder sind das vier? Oh, scheint mir nicht geschadet zu haben, von daher alles gut. Nur sowas führt dann immer dazu, dass ich völlig chancenlos bin, wieder zu klettern. So, haben wir auch noch mehr Eisen.
Eisenerz, muss man ja immer fairerweise sagen. Das muss ich ja alles nochmal erhitzen, sozusagen schmieden, wenn man so will. Und dann kann ich das zu Rüstungen und zu Werkzeug verarbeiten. Schöne Sache ist das. So, hier haben wir keine Lava, wunderbar. Töricht. So, dann gucken wir mal. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Ach komm, wir gehen noch weiter in die Tiefe. Warum nicht? Hier haben wir auf jeden Fall Gold rumliegen. Das lasse ich tatsächlich jetzt einfach mal liegen. Einfach weil ich faul bin. Aber schön hier. Richtig schön. Richtig schön tief. Meine Meinung. So, da oben kommen wir da dran. Schwerlich. Aber es geht. Fledermäuse tun ja zum Glück nichts, von daher haben wir jetzt hier auch eine gute Ausbeute erzielt. Machen wir hier einfach mal weiter. Wieso ist das hier, ist das Bruchstein? Ach du je. Wo kommt das her, bitte? Das kommt... Wow, was war das? Eine Fledermaus, die da gerade... Die da gerade umgekommen ist? Ja okay, mehr ist hier leider nicht. Wenn ich den jetzt hier, den Redstone abbaue, ich fürchte, der ist dann verloren. Okay, wie viel Eisenerz haben wir denn? Ich weiß nicht, ob das reicht. 20 Stück. Wie viel Barren kriegt man aus einem Eisenerz? Ich glaube, ist das nicht nur ein Barren? Oder ist das mehr? So, und jetzt stehe ich wieder vor der Komm schon, der nächste. Mensch, ich hab's doch hier ausgeleuchtet. Das riecht mir wieder nach Spawn. Verbrannt und schimmelig. Hier kann nur ein Spawnpunkt sein. Aber auch so viel Platz hier. So, Creeperline, du darfst mir jetzt den Weg freistellen, wenn du möchtest. Das war nicht. Meine Güte, ich kenne mich schon viel zu gut aus in dem Spiel. Alles viel zu gut unter Kontrolle hier. Das Einzige, was mich halt absolut überfordert, ist die Orientierung. Kies ist das. Ach, kein Bruchstein, sondern Kies. So, jetzt habe ich das gecheckt. Ja, okay, also ich stehe wieder vor der Qual der Wahl. Entweder... Ich suche jetzt wieder meinen Ofen, den ich irgendwo mal platziert habe. Oder aber ich nehme einen hin und ich finde zu weiterem, zu letzterem, damit spare ich Zeit. So, haben uns darum gekümmert. So, gucken wir mal, haben wir vielleicht zufällig schon einen hier? Nein, ne? Alles klar, so, kriegen wir uns aus 4 Bruchsteinen einen Ofen gebastelt? Nein, ich brauche jetzt die Werkbank. Oh, das ist wieder so kompliziert. Also nochmal, Werkbank hole ich mir zum Beispiel aus diesen 4. Werkbank, so. Fail, so, nochmal. 1, 2, 3, 4. So, von mir aus statt des Fleisches. So, Werkbank platzieren, wunderbar, so. Dann rein damit und Bruchstein. Müsste doch mit Bruchstein gehen mit dem Ofen, Neo. So, haben wir den Ofen. Meine Güte. Ich glaube, das ist für viele von euch so was von das Normalste von der Welt. Aber ich brauche hier leider immer noch ein bisschen länger. So, wie viel Kohlen brauchen wir? Nehmen wir erstmal 10 Kohlen. Ich habe halt so ein bisschen Respekt davor, dass ich das jetzt vielleicht wieder irgendwie nicht wiederfinde und so. Von daher verbrauchen wir mal nicht alle Kohlen sofort. Apropos, wir haben jetzt hier noch Eichenholz. Daraus kann ich mir ja Sticks basteln, ne? Das kann ich doch auch alles hier wunderbar machen, ne? So, jetzt haben wir 32 von diesen da.
Genau, daraus mache ich mir Sticks. Ich glaube, ich mache mir einfach so viele Sticks, wie ich kann. Da muss ich mal eben die ganzen Klicke rein. Warte mal, Shift-Klick? Nee, Shift-Rechtsklick? Nee, nur Rechtsklick? Nee. Nee. Okay, einmal Linksklick. So, jetzt Shift-Rechtsklick? Nein. Wie war das jetzt, dass ich nur die Hälfte davon wieder rausnehme? Das ging doch irgendwie. Control-Klick? Jo, tatsächlich. Mann. Und jetzt Shift-Klick. Und ich habe 64 Sticks. So, das ist doch super. Damit kann ich mir definitiv eine Menge Fackeln bauen. Viel mehr, als ich jetzt erstmal so auf die Schnelle verbraten kann. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie viel Eisen wir hier schon haben. Kohle ist auf jeden Fall sehr ergiebig, das ist schon mal gut. Und mit ein bisschen Glück finden wir hier vielleicht noch ein bisschen mehr Eisen. So, das Geräusch kommt jetzt von da. Mal in die Richtung. Bisher achte ich noch viel zu wenig auf so Geräusche. Und das Geräusch ist jetzt auch leider komplett weg. Falsch, das da. Quatsch, das da. Das ist immer eine schöne Rhythmik. Tunnel bauen ist ja eine der interessantesten Sachen bei Let's Plays. Übrigens, ich freue mich schon sehr auf meinen Gast morgen, weil der mit Sicherheit auch mein Video gesehen hat. Hat mir da, glaube ich, auch schon einen netten Kommentar zu hinterlassen. Und dann werden wir mal so ein bisschen rekapitulieren, so wie die Reaktionen darauf waren. Also auf meinem Hauptkanal, mein neues Video. Der Anfang war schon, also die Reaktion, wie es aufgenommen wurde, die hat mich schon ziemlich geflasht, muss ich sagen. Diese Erde, muss ich sagen, die ist mit der Steinspitzhacke nicht so einfach. So, dann gehen wir mal. Keine Ahnung, wie macht man das jetzt? Wie lässt man hier frei? Also zwei oder drei? Ist mir eh alles viel zu nah hier. Hier gibt es auf jeden Fall nichts zu sehen. Naja, gut. Schauen wir mal, wie es meinem Eisen geht. Oh, schon alles fertig. Das ist ja schade. Dann bringen wir erstmal die Kohlen in Sicherheit. Ja, und das Eisen habe ich jetzt keinen Platz für, weil ich ja unbedingt drei Eier sammeln musste. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich davon so satt werde, von diesen Eiern. Deswegen lassen wir die einfach mal da drauf. So, irgendwo höre ich irgendwie so Skelettlaute. Das hier sieht auf jeden Fall noch etwas unerforscht aus. Meine Güte, ich werde auch langsam schneller hier beim Umschalten zwischen Fackel und Schwert. Das gefällt mir auch schon sehr gut. So, da können wir noch ein bisschen was abbauen. Ja, meine Spitzhacke neigt sich auch langsam dem Ende entgegen, Ende zu. So, worauf können wir denn noch verzichten? Weizenkörner, meine Güte, ich habe auch so viel unnützes Zeug. So, die bleiben da jetzt liegen, weil ich keinen Platz mehr für ein neues Item habe. Naja, okay, bei Eisenerz braucht er so vier, düpp, und dann ist es weg. Und bei diesen Teilen braucht er nur drei. Fünf braucht er bei Eisenerz. Fünf. Und bei den hier? 1, 2, 3. So, hier ist auch Wasser. Das höre ich. Erz zu lokalisieren. Mann, habe ich mich jetzt erschrocken. Das war es leider schon von der Lagune. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen mit Gast, also seid gespannt. Wir sehen uns. Tschüss. Teilen, abonnieren, dann habt ihr schwarz auf weiß. Also komm in die Lagune, denn da ist es heißer.